So. Hallo, wir sind ganz weit oben. Genau, wir haben Sonntag und genau, wir sind hier oben Sonntag. Auf dem Kletterturm. Ja. Ja, haben wir uns mal getraut, wieder nach oben. Ich habe das schon ganz viele Jahre nicht mehr gemacht. Hi, Maus! Wir sind wieder mit der Kleinen auf dem Spielplatz. Genau. Vorhin waren wir noch bei MC. Ja, haben wir uns wieder noch einen Hamburger gegessen, ne? Ja. Haben wir noch meine Schwägerin getroffen. Ja, und von da aus sind wir dann zum Spielplatz hier hin. Ja, und haben wir mal gedacht, wir klettern mal eine Runde, ne? Genau, machen ein Video. Genau. Muss Video hier oben auf dem Turm, hier auf dem, wie nennt's das hier? Ja, Kletterturm. Kletterturm oder Kletterspinnennetz oder sowas, keine Ahnung. Hier ist wir. Hi. Und wir gehen jetzt mal runter. Ja, genau. So. Mit aufnehmen, ja? Du nimmst aber auf und wir gehen aber runter. Ich lasse dein Handy fallen. Ja, genau. Komm, ich werde dich nochmal anschubsen. Nee, der schaukelt sich nicht mehr an und mach das so. Okay, ich geh runter. Nein. Doch, nee. Nee, so. So, wollen wir mal sehen, wie Niki fliegen kann? So, komm. Ja, Kopf über. du musst... Ich weiß. Komm, lass ihn. Ich passe mit der Fuß hier zwischen. Ja, jetzt bleibst du hängen auf halbem Weg. Komm her! Komm! Ja, los! Gut festhalten, Jasmin! Oh, nimm's aber Schwung, Robert! Wir müssen runterspringen. Ja, spring! Ja, genau! Spring! Damals haben wir das immer noch gemacht, weißt du das noch? Ja. Aber schon 10 Jahre jünger. Ja, das stimmt. Aber 20 Jahre jünger, so. 20 Jahre jünger, ja. Maus, geh mal weg! Hast du gut gemacht! Oh, ich bin jetzt die Prinzessin von England. Ja. Sehe ich nicht schön aus, Robert? Guck mal, das funkelt richtig in der Sonne. Guck. Ja. Funkel, Funkel. Du bist die Queen Mom. Ja. So sieht die jetzt auch aus, wie du jetzt auch. Die Klappe. Boah, ey. Ist das heiß, Jasmin? So, wir sind jetzt wieder zu Hause. Jetzt sitze ich hier mit Jasmin und Roberta. Oh Mann. Hier draußen. Unter Terrassengehege, ne? Warte, ich Robert macht gerade Video. Genau, ich habe jetzt mal hier den Zitronenkuchen mit rausgenommen. Warte, was siehst du für ein Gesicht, weil ich den Zitronenkuchen mit rausgenommen habe? Meine Haare, die kringeln sich hier immer so ein. Finde ich immer voll süß. Hier so. Jetzt kriegt man wieder ein richtiges Schwänzchen, kriege ich hin. Vorher war ja nur so ein Stummelschwänzchen, wo ich die damals so kurz hatte. Und jetzt habe ich hier, liegt auch ein bisschen locker hinten. Süße Schwänzchen. Was guckst du wieder? Ich Schwänzchen sage, ne? Genau. Ja, Jasmin hat hier Mahlzeug mit rausgenommen. Ich werde jetzt mit der ein bisschen zusammen malen. Ein bisschen Kuchen futtern und noch ein bisschen Puppe. Puppe? Hm. Da ist Robert. Wo ist er denn? Hm. Genau, da, ja. Hm.
So, dann werde ich jetzt mal hier Kuchen mit auch ein Stück Zitronenkuchen. Mit auch was Zitronenkuchen. Oh, Kind. Ich kann das auch. Nein. So, der Kuchen ist auf jeden Fall köstlich. Der schmeckt lecker. Komm, Schreidüse. Nimm dir auch mal eins, Robert. Du hast ja so ein lautes Organ wie deine Tochter. Was soll ich nehmen? Nimm dir auch mal ein Stück Kuchen. Ja. Boah, ich hab den jetzt extra mit rausgebracht. Jetzt kannst du auch ein Stück essen. Da. Komm, tu mal was für die Figur. Wieso? Alleine essen macht dick? Ja, zum Beispiel. So, das sind die Lampignons. Lampignons, Robert. Heißt der Lampignon? Lampignon. Von Aldi. Diese Rattern-Dinger da. Die sind ein Rattern? Ja, das ist Rattern. Genau. Ja, die sind nicht ein Rattern. Die eigentlich ein Knattern sind. Ja, genau. So. Simba hat sich auf mir draufgelegt. Ich krieg wieder Akupunktur. Deine Krallen nicht immer da rein, Mann. Boah. Ja, du. Hä? Es geht schon wieder los. Ich hab die Furt in mir sicht. Didi, was ist denn da? Guckst du denn da so? Hä? Was ist denn da? Ach so, guck mal, der Besen hier. Didi? Didi? Was ist das? Guck, wie ist der dran vorbeischleicht? Wenn die Angst vor den Dingen hat. Was ist denn da? Hier! Die Angst. Hey. So, da sind wir wieder. Ich habe ganz viel Creme im Gesicht, habe ich. Ich gehe nämlich immer mit viel Creme im Bett. Zieht dann schön ein und nächstes Tag ist alles schön weich. In deinen Träumen. Genau. Ja, wir haben jetzt für eine Art. Die Kleine liegt neben mir. Ich gucke jetzt mit der noch eine Sendung Smarta. Robert massiert noch mein Köpfchen. Ja. Ne? Genau. Und pflichtbewusst, morgen, wie ich bin. Und dann habe ich endlich Feierabend für heute. Ja, genau. Robert kommt dann auch gleich ins Bett, ne? Was? Mhm. Ja, morgen genau. Muss ich nämlich um 3:30 aufstehen. Muss ja wieder um 4:45 auf der Arbeit sein. Ich schmeiß gleich noch ein Brot an. Fällt mir gerade ja, ein. Ja, macht das auch. Ja. Ja. Ne? Genau, leckeres Brot. Für dich. Nee, so, wir machen da jetzt für Feierabend. Jasmin, die braucht ja morgen wieder Brot für die Schule. Ja, genau. Und so viel Brot haben wir nicht mehr. Ja. So, wir machen jetzt Feierabend. Wir sind schon oben im Schlafzimmer. Ja. Genau. Ich mach jetzt mal die Augen zu. Also. Macht das. Bis zum nächsten Video. Okay, bis zum nächsten Video. Tschüss.